Hallo, da bin ich mal wieder. Ich wollte euch heute einmal helfen, falls ihr das gleiche Problem habt wie ich oder dieses Problem hattet, nämlich dass ihr euch Ubuntu 16.04 installiert habt und irgendwann merkt ihr plötzlich, oh, was ist das denn? Der Sperrbildschirm geht an und ich kann mich nicht mal einloggen, obwohl das Passwort das richtige ist. Mir ist das passiert und ich kannte diesen Bug noch nicht, habe viel gelesen und dann mit der Hilfe von meinem Support Center Tuxedo und der Seite Ask Ubuntu dann endlich eine Lösung gefunden, einen sogenannten Workaround, der das Problem eigentlich nicht wirklich löst, sondern so eine Art Notlösung angibt. Die wollte ich euch kurz vorstellen. Und zwar, natürlich könntet ihr in euren Einstellungen, das wollte ich euch vielleicht auch nochmal eben sagen, den Sperrbildschirm einfach ausschalten, ja, oder die Zeit so einstellen, dass euch das nie passiert, dass der Sperrbildschirm angeht. Ja, das ist aber auch keine feine Lösung und es soll demnächst mit dem Upgrade von Ubuntu dann dieses Problem oder dieser Bug endlich gelöst werden. Gut, aber ich will euch gar nicht so voll quatschen. Was sollt ihr machen? Eigentlich erstmal ganz einfach. Ihr öffnet ein Terminal und gebt diesen Befehl hier ein, nur diese beiden Befehle. Ja, also ich denke, ihr seid so erfahren und dass ihr mit dem Begriff Terminal benutzen etwas wisst. Falls nicht, kann ja sein. Jeder hat mal angefangen mit Linux, ging mir ja auch so. Dann öffnet ihr hier diese schwarze Konsole oder das Terminal hier über System und dann findet ihr hier bei euch die Konsole, klickt das an und da gebt ihr dann diese beiden Befehle ein. Ja, sudo und so weiter, den ersten, diesen hier, einfügen, Enter, euer Passwort angeben und danach diesen Befehl hier eingeben, Enter, Passwort eingeben und das war's dann schon. Wenn ihr dann wieder startet, werdet ihr sehen, dass euer Sperrbildschirm, wenn er dann wieder anspringt, ganz normal mit dem Passwort dann wieder entsperrt werden kann. Ja, wenn das jetzt nicht genug war, der kann sich auch nochmal die ursprüngliche Lösung, die hier auf dieser Seite zu sehen war, anschauen. Die hole ich euch einmal eben rüber. Denn ich arbeite mit zwei Bildschirmen. So, hier auf der Seite Ask Ubuntu könnt ihr das Ganze auch nochmal in Ruhe nachlesen, wie sich hier die beiden oder die drei Experten zu dieser Lösung durchgerungen haben. Gut, wir wollen hoffen, dass Ubuntu dieses Problem irgendwann löst. Und es nicht so viele verzweifelte Nutzer gibt wie mich, die erst nach mehreren Tagen ausprobieren auf diese Lösung gekommen sind. Gut, das war schon wieder von mir. Ich danke euch fürs Zuhören. Gebt mir einen Daumen hoch und falls jemand noch eine andere Idee hat, wie man dieses Problem lösen kann, schreibt es unten in die Kommentare. Ciao, ciao.